Und schon befinden wir uns im vierten und letzten Teil. Das sind die 12 Tierkreiszeichen von China. Alle 12 Jahre geht es bei dem wieder von vorne los. Was ich bis jetzt gesehen habe, hat meine Erwartungen übertroffen. Ich bin ja 1943 geboren, ich bin glaube ich Ziege. Kann schon sein, ich war ja auch bei den Birsgerjahren. In den Figurengruppen muss man schon ein bisschen warten. Da steht schon mal ein Stativ neben dem anderen. In meiner Kamera bin ich überrascht, wie gut das funktioniert. Aber für mich ist das hier die schönste Gruppe. Das sind ja auch riesige Figuren. Ist fast jede Tierart hier vertreten. Auch so ein Hingucker. Neben dem Zoologischen Garten gibt es hier auch ein Aquarium. 70 Aquarien sind da drin. Also für mich ist das jetzt die schönste Figur, der Drache. Ich weiß nicht, ob da was drin ist.
ob da was drin ist? Keine Ahnung. Nein. Ah, da hinten bewegt sich ja auch was. Eine Blume. Die müssen ja ganz schön regenfest sein, hier die Figuren. Nochmal auf das Aquarium zurückzukommen. Da gibt es also vom heimischen Rheinverlauf bis zum indopazifischen Korallenriff alles drin zu sehen. Der Leuchtdrache, der ist 40 Meter lang und 6 Meter hoch. Die umliegenden Tieranlagen hier, die sind gut abgeschirmt. Ja. 160 Jahre ist der Zoologische Garten jetzt alt. Ist nicht nur das Aquarium in der Nähe, sondern auch die Flora. Und so besonders zu empfehlen ist ja die Kamelienschau. Die ist immer im Frühjahr, eine der größten von Europa. Und dann mit der größten Palmenallee nördlich der Alpen. Wie viel LED-Leuchten die verbraucht haben. Ja. 2020 ist das Festival ausgefallen.
Aber der Geistbock vom 1. FC Köln darf natürlich nicht fehlen. So langsam geht die Runde zu Ende. Das war auch ganz schön interessant. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich hier reingehe. Jetzt bin ich wieder im Eingangsbereich. Ich habe eine ganze Menge Bildmaterial zu verarbeiten. Das war dann das China Light Festival im Kölner Zoo. Kann ich nur jedem empfehlen. Einfach klasse. Na dann macht es gut.